Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5. Ja, wie ihr hört, ich bin immer noch krank. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, ich bin jetzt auch noch kurzzeitig im Urlaub und muss jetzt leider ein bisschen vorproduzieren. Die Folgen werden jetzt ein bisschen kürzer. Nur 20 Minuten, keine halbe Stunde oder so, wie ich sonst immer gemacht habe, 40 Minuten. Ja. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, was ich hier aufgenommen habe. Es haben leider nicht alle Timelapse funktioniert. Manche waren ein bisschen am Ruckeln. Da musste ich dann die leider löschen. Ja. Ich habe hier einmal einen Flughafenparkplatz gebaut, wo dann auch so ein kleiner Pendelbus fährt. Der fährt hier hinten. Ja. Hier hinten ist nicht ganz so voll besucht. Hier habe ich ein paar Hotels hingestellt und ein paar Bürogebäude und sowas. Ist alles noch nicht so richtig fertig. Und hier vorne habe ich noch so einen kleinen Platz gemacht, so quasi vor dem Flughafenterminal, wo die Leute dann noch warten können oder wie auch immer. Hier noch ein paar Museumszüge hingestellt. Ja, so viel dazu. Und ich habe unseren Frachtflughafen in Betrieb genommen, beziehungsweise ich habe es versucht. Ich habe extra nochmal in meiner alten Season nachgeguckt, in der Season 3 war das ja, glaube ich, im Projekt Megacity, genau, wie man diese Frachtlinie zum Laufen bekommt. Und da stand drin, man sollte eine Linie machen mit dem ältesten Flugzeug und wenn die läuft, soll man eine Parallellinie machen mit den neuen Flugzeugen. Ja, habe ich gemacht. Ihr seht, ich habe jetzt eine Cargolinie, da fliegen nur die alten Flugzeuge drauf. Cargo kommt trotzdem nicht an hier. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Jetzt sehe ich, der lädt hier nichts ab. Nö, nix. Und ich habe hier hinten auch einen Flughafen. Hier oben. Und ich habe da auch LKWs fahren, die Menden schon mit Gütern versorgen. Also, die quasi die Stadt abdecken. Aber es kommen keine Güter an. So, jetzt habe ich gesehen, dass alle Flugzeuge gerade da unten sind. Dann könnte ich vielleicht gar nicht nur mal ein paar Flugzeuge aufsetzen. Vielleicht braucht er noch mehr oder so. Ich habe keine Ahnung. Kleine Dinger kosten ja nichts. Hier sind die kleinen. Auch mal so abwechselnd, vielleicht haben die irgendeine andere Bedeutung. Keine Ahnung. Die zuweisen Cargo, ja. So, mal abwarten. Ja, ansonsten läuft es ganz gut. Ich habe jetzt auch wieder eine Baureihe 103. Ich habe noch eine andere Mod gefunden. Jetzt fahren wir hier mit einer Baureihe 103. Ups, ups. Da ist sie. Sieht doch ganz gut aus. Die passt wenigstens zum Zug. Und jetzt fahren wir wieder mit einer Baureihe 103. Ja, ansonsten habe ich... Ah ja, das habt ihr noch gar nicht gesehen, glaube ich, ne? Das habe ich in der Folge noch gar nicht aufgenommen. Meine ganze Cargolinie, das, was ihr hier alles seht, das habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht aufgenommen. Das wollte ich und dann habe ich es nicht gemacht, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Und da gibt es leider auch keine Timelapse von. Genau, wir fangen hier hinten an. Zack, leck, 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 leck. So, wir haben hier einmal eine neue Cargolinie. Ihr könntet sie auch einfach einmal komplett abfahren. Wenn wir das machen, dann schone ich quasi ein bisschen meine Stimme und ihr müsst nicht mein Zu-Nasengerede euch anhören. Dann würde ich sagen, genießen wir einfach die Fahrt. So, warum hat denn da hinten jetzt gestoppt wieder der Zug? Da sind überall noch ein paar kleine Fehler drin. Ne? Das ist einmal unser Zug. Güter Airport Hille. Heißt das? So, warten wir mal, bis er beladen hat und er losfährt. Und dann setzen wir uns da rein und genießen einmal die Fahrt. Genau, machen wir dann auch in Echtzeit, damit es dann nicht zu schnell wird. Und ja, so kann ich mich mal kurz ein wenig zurückziehen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, meine lieben Freunde. Aber ich glaube, ihr wisst es zu entschuldigen. Ich nehme trotzdem auf, obwohl ich krank bin. Nur für euch. So,
Dann viel Spaß bis Helle. Oh, da habe ich wohl die falschen Schienen verbaut. Hier darf man ja nur 60 fahren. Das muss ich gleich mal noch ändern.
Ja, meine Freunde, das war einmal die Fahrt bis nach Hille. Ihr seht jetzt ja, wir haben ja noch ein Gleis frei. Da möchte ich gerne gleich noch eine Linie mit euch bauen, die dann nach Petershagen, glaube ich, geht. Hier werden dann Güter auch umgeladen und dann geht's nach Petershagen. So, also ein bisschen Money hier. 2,3 Millionen. Das ist ganz cool. Wir müssen nur mal gerade gucken, was hier unser Fehler war. Wir werden uns hier wohl irgendwo verklickt haben. Ah ja, da. So. Hier unten kann er 60 fahren, das ist in Ordnung. Aber auf dem Stück soll er dann ruhig Gas geben. Gut, meine Freunde, ich hoffe, die kleine Fahrt hat euch gefallen. Wir können uns gerade die Strecke nochmal angucken. Wir gehen jetzt hier mit einer Riesenbrücke hier oben rüber. Das lasse ich jetzt bei euch entscheiden. Gefällt euch das mit der Brücke oder nicht? Weil es ist halt schon ein Schnitt in die Landschaft, würde ich mal sagen. Ne? Ich habe allerdings auch keine andere großartige Idee. Also so machen könnte, wir nach hinten rausgehen und hier rum. Ja, das könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ja, ansonsten geht es dann hier oben weiter. Hier haben wir nochmal einen Stadtbahnhof, den ich noch anbinden muss. Hier wird noch nichts abgeliefert, weil die Reichweite ist auch nur bis hierhin. Also das Haus wird damit schon gar nicht mehr abgedeckt. Dass das hier alles vielleicht noch ein bisschen expandieren kann. Binden hat ansonsten einen guten Zuwachs gemacht. Arbeitsmöglichkeiten sind drastisch nach unten gesunken. Um 1000 Plätze, warum auch immer. Wahrscheinlich sind hier gerade irgendwelche Industrien am Bauen, oder? In der Zeit. Hier baut eine Firma. Da baut eine Firma. Da hinten baut einer. Aber das sind ja keine 1000 Plätze. Außer, dass jemand Wolkenkratzer, da kann er schon sein. Ja, der hat Einkaufsmöglichkeiten. Keine Ahnung. Naja. So, ansonsten geht es halt hier weiter. Durch unseren Bahnhof durch. Flughafengelände durch. Wo das eigentlich dann direkt hier hingeliefert werden soll. Der Bahnhof deckt auch alle drei Terminals ab. Habe ich extra darauf geachtet. Also daran kann es auch nicht liegen, dass hier keine Güter ankommen. Ja, dann geht es hier weiter. Relativ unspektakulär erstmal bis nach Hille. Und in Hille wird dann hier abgeliefert. So. Ja, wie sieht es denn in Hille aus? Hille hat auch schon 1500 Leute. Seitdem ich hier die Linie eingerichtet habe, ihr seht es vor ein paar Jahren, bumm, ging's ab. Und ja, ziemlich steil nach oben auf jeden Fall. Hille expandiert. So, jetzt möchte ich gerne von hier, von Hille bis nach Petershagen noch eine Güterlinie machen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Hier. Ich möchte jetzt hier aber nicht mit einer Flying Junction arbeiten. Ich versuche das jetzt mal ohne Flying Junction zu kriegen. Müsste eigentlich gehen. So, wir werden jetzt hier nach oben gehen. So. Das geht schon mal. Was nehmen wir hier für eine Brücke? Was Altes? Oh, warum nicht, ne? Sich. Oh Gott. So krank. Jetzt schon runter machen, dann ist es glaube ich nicht hoch genug, ne? Doch, ist hoch genug. Perfekt. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, meine Freunde. Oder was sagt ihr dazu? So, und jetzt können wir auch wieder runtergehen. Auf Bodenniveau. Da gehen wir denn hin? Wo ist denn hier das Industriegebiet? Da hinten. Okay. Wenn wir hier gleich mal noch die Straße überqueren. So, das sollte alles gar kein Problem sein. Da ist die Wand an.
So gehen wir natürlich jetzt erstmal in eine falsche Richtung, ne? Ich möchte aber auch nicht hier so eine komische riesige Bodenwelle drin haben. Jetzt haben wir auch wieder so eine Welle in der Schiene. Ja, dann machen wir so. Dann bauen wir hier eine Brücke. So. Kommen wir damit dran vorbei. Bauen wir hier eine Brücke. Wie ist das? Ups. So, moderne Autobahnbrücke. Können wir die nehmen? Zack. So, haben wir hier eine Brücke. Und jetzt bauen wir hier unseren Bahnhof hin. Wie machen wir das am blödsten? Länger als 240 Meter können wir eh nicht, weil der andere nicht länger ist. Können wir einfach einen stumpfen Kopfbahnhof nehmen, ein Gleis. 40, 240. Bei der Straße ist es ja. Ja. Rup. Einmal drain. Hier so rangehen lassen. Müssen wir da eine ganz schön harte Kurve wegfahren, aber ist halt nicht egal. So. Roop. Wir müssen den Zug hier eh dann verlangsamen. Ne, das will ich nicht. So komischen Wall da wieder arbeiten, da habe ich keine Lust drauf. So ist besser. Sehr schön. So haben wir jetzt Hille und Petershagen auch verbunden. Können wir hier wieder können wir auch ne, wir können ja auch mal eine Diesellok fahren lassen. Wir nehmen den Strom mal wieder runter von der Strecke. Im Bahnhof haben wir es natürlich jetzt. Klar, weil der andere Linie hier hat. Aber hier fahren wir jetzt mit einer Diesellok. War auch schon eine im Sinn. Zack, und das kann auch weg. So. Müssen wir hier natürlich noch irgendwo ein Depot hinmachen. Nein. Und über auf die Seite. So. Zack. Ah, jetzt habe ich. Ich wollte gerade erstmal hier draufklicken. Eine Oberleitung. Aber habe ich da natürlich verpennt. So. Dann ist das einmal Güter. Güter. Hille. / Petershagen. So. Zack. Zack. Das ist richtig. Das ist richtig. Sehr schön. Haben wir das auch. Dann können wir jetzt hier schon den Zug noch auf Linie setzen und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge. Lokomotive. Diesel-Lokomotive. Baureihe 120. Und dann nehmen wir die Ludmilla. Ich glaube, wir nehmen die Ludmilla, ne? Ja, wir nehmen die Ludmilla. Wieder. Nehmen wir mal zwei davon. Und dann nehmen wir noch Container. Ne, will ich nicht. Nehmen wir den hier. War quasi ein Postzug. So, das reicht erstmal. Ich glaube, das ist sowieso schon viel zu lang. Den brauchen wir hier erstmal gar nicht. Das reicht. So, dann geht er jetzt auf die Linie. Zack. Gut, meine Freunde. Entschuldigung nochmal, dass ich leider so krank klicke. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.